Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. So, liebe Freunde, also, wir haben es jetzt mittlerweile, ja, wenn ich auf die Uhr schaue, ist 18.45 Uhr. Wir haben angefangen um 14 Uhr. 15 Uhr? Ja, 14 Uhr. 14 Uhr hat der Soundcheck gemacht. Mit Post, Freunde. Und jetzt als Clocks, Corporate, Tribute und ich fand es spektakulär. Ich fand es den Hammer, oder? Das Verrückte ist ja, wenn man sich das überlegt, ich habe es vorher noch nie gehört. Ich habe mit dem Kerl, habe ich oben gestanden, wirklich auf dieser riesigen Bühne mit 100.000 Leuten im Stadion bei diesem Coldplay-Konzert. Und wenn ich das gewusst hätte, dass er das so gut drauf hat. Also, Adrian, ich ziehe meinen Hut für dir. Respekt für diese Riesenleistung. Danke dir. So, also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und wir haben uns überlegt, wir lassen den einfach mal so eine Viertelstunde ein bisschen was trinken, ein bisschen Pause. Wollt ihr noch eine kleine Zugabe? Stopp, das geht gar nicht. Wollt ihr noch eine Zugabe? Okay, also, geben wir dem einfach ein bisschen Zeit und dann machen wir eine Viertelstunde und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Danke. Ah, könnt ihr gleich? Das sind halt Profis. Merkt ihr was? Okay. Also, dann machen wir Folgendes. Ich denke, ich muss nicht mehr viel erzählen, oder? Ihr seid soweit? Adrian, lass dir Zeit. Ich erzähle den Leuten mittlerweile, warum sie hier sind. Das funktioniert. Also, ich grüße alle, die jetzt gekommen sind, die den ganzen Tag nicht da gewesen sind. Ja, wir haben Geburtstagsfeier. Direkt in deinem Stadtpark, oder besser gesagt im Kurpark, muss man dazu sagen. Das ist schön, wir feiern 250 Jahre. Das muss man sich mal überlegen, 250 Jahre sind heute zu feiern und keiner weiß eigentlich so richtig, um was es geht. Ne? Also, es gibt verschiedene Vereine, die in Jahren heute Jubiläum feiern. Und das ist einmal der Kunstverein Maskau, der feiert sein 40. Jubiläum. Dann haben wir 50 Jahre Stadtrechte in Jahren. Also, ich habe gestern, nee, vorgestern war, habe ich irrtümlich gesagt, die Stadt Dahn ist 50 Jahre geworden. Da kam gleich wer und hat gesagt, nein. Stadt Dahn gibt es schon länger, die haben nur die Stadtrechte von 50 Jahren. Und wir haben 60 Jahre DRK, Deutsches Rotes Kreuz. Und dann haben wir einige auf die Bühne hochgefahren. Ne? Das war also so mit Gehhilfen und sowas. Das ist der FC Dahn, ja, die sind 100 Jahre alt geworden. Die brauchen ein bisschen länger, bis sie auf der Bühne sind. Aber auch das gab ein Jubiläum. Und so ganz nebenbei gab es auch noch ein 50-jähriges. Und zwar ist das Steuerbüro Thomas Mayer mit Partner. Die sind auch so ganz nebenbei 50 geworden. Ist übrigens der Hauptsponsor morgen Abend, wenn es heißt, wieder hier live auf dieser Bühne. Ihr seht, heute ist alles rot. Das heißt, die Sparkasse ist heute verantwortlich für alles, was auf dieser Bühne steht. Für die Musik und. An dieser Stelle Hauptsponsor heute Abend, die Sparkasse Südwestpfalz. Und gestern Abend hat eigentlich der Park gebrannt. Ja, es waren 3.500 Leute hier. Wir haben also ungefähr mal so überschätzt, es könnten auch 4.000 gewesen sein. Und gestern war es die Raiffeisen und Volksbank Dahn. An dieser Stelle vielen, vielen Dank den Hauptsponsoren. Ich habe auch noch zwei vergessen. Und zwar gehört dazu noch Firma Frank, Kurpark-Fabrik. Müsste jeder kennen, der in Dahn unterwegs ist. Kein Thema. Und wir haben auch noch die Pfalzgas AG und. Viele, viele, die gesagt haben, die unterstützen euch ganz einfach, dass ihr dieses tolle Event feiern könnt. Dass wir hier in diesem Park ohne Eintritt einfach mal 4 Tage schöne Party machen können. Also, Jungs, wie sieht's aus?